Willkommen bei uns. Sie möchten Deutsch lernen oder besser werden? Hier sind Sie richtig. Kommen Sie mit auf eine spannende Reise durch die deutsche Sprache und Kultur. Wir haben Geschichten und Gespräche, die lustig sind, zum Denken bringen und Ihnen sicher Neues zeigen. Sind Sie bereit? Dann los, entdecken wir zusammen Deutsch. Der Text wird laut vorgelesen. Und ihr könnt gleichzeitig mitlesen. Es ist mein erster Tag in Deutschland und ich bin sehr aufgeregt. Ich beschließe, in ein traditionelles deutsches Restaurant zu gehen, um das lokale Essen zu probieren. Das Restaurant ist gemütlich und voller Leute. Die Wände sind mit alten Fotos und deutschen Dekorationen geschmückt. Ich setze mich an einen kleinen Tisch neben dem Fenster. Der Kellner kommt zu mir und lächelt freundlich. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Fragt er. Ich fühle mich ein wenig nervös, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Aber ich antworte, ja, bitte. Ich möchte etwas Typisches essen. Was können Sie empfehlen? Der Kellner denkt nach und sagt dann, ich empfehle Ihnen Schnitzel mit Pommes, das ist sehr beliebt hier. Ich nicke und sage, ja, das hört sich gut an. Ich nehme das bitte. Der Kellner schreibt meine Bestellung auf und geht in die Küche. Während ich warte, sehe ich mich um. Ein älteres Paar sitzt am Nachbartisch. Sie sprechen und lachen miteinander. Ich fühle mich ein wenig allein, aber die freundliche Atmosphäre macht mich auch glücklich. Mein Essen kommt und es sieht lecker aus. Das Schnitzel ist groß und die Pommes sind perfekt goldbraun. Ich beginne zu essen und es schmeckt wunderbar. Ich bin froh, dass ich die Empfehlung des Kellners angenommen habe. Nach dem Essen möchte ich zahlen. Ich rufe den Kellner und sage, Entschuldigung, die Rechnung bitte. Der Kellner bringt mir die Rechnung und fragt, möchten Sie mit Karte oder bar zahlen? Ich antworte, mit Karte, bitte. Er gibt mir das Kartenterminal. Ich stecke meine Karte hinein und gebe meinen PIN ein. Danke schön. Alles war sehr lecker, sage ich. Der Kellner lächelt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, antwortet er. Als ich das Restaurant verlasse, fühle ich mich glücklich und zufrieden. Ich habe nicht nur gutes Essen probiert, sondern auch mein Deutsch ein wenig geübt. Ich gehe zurück zu meinem Hotel mit dem Gefühl, dass ich meinen ersten Tag in Deutschland erfolgreich gemeistert habe. Diese Erfahrung im Restaurant war nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine Lektion in Kultur und Sprache. Ich freue mich darauf, mehr von Deutschland zu entdecken und meine Deutschkenntnisse weiter zu verbessern. Es war ein einfacher Abend, aber einer, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Die Sätze werden einmal vorgelesen und Sie wiederholen sie. Es ist mein erster Tag in Deutschland und ich bin sehr aufgeregt. Ich beschließe, in ein traditionelles deutsches Restaurant zu gehen. Um das lokale Essen zu probieren. Das Restaurant ist gemütlich und voller Leute. Die Wände sind mit alten Fotos und deutschen Dekorationen geschmückt. Ich setze mich an einen kleinen Tisch neben dem Fenster. Der Kellner kommt zu mir und lächelt freundlich. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Fragt er. Ich fühle mich ein wenig nervös, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Aber ich antworte, ja, bitte. Ich möchte etwas Typisches essen. Was können Sie empfehlen?
Der Kellner denkt nach und sagt dann: Ich empfehle Ihnen Schnitzel mit Pommes, das ist sehr beliebt hier. Ich nicke und sage: Ja, das hört sich gut an. Ich nehme das bitte. Der Kellner schreibt meine Bestellung auf und geht in die Küche. Während ich warte, sehe ich mich um. Ein älteres Paar sitzt am Nachbartisch. Sie sprechen und lachen miteinander. Ich fühle mich ein wenig allein. Aber die freundliche Atmosphäre macht mich auch glücklich. Mein Essen kommt und es sieht lecker aus. Das Schnitzel ist groß und die Pommes sind perfekt goldbraun. Ich beginne zu essen und es schmeckt wunderbar. Ich bin froh, dass ich die Empfehlung des Kellners angenommen habe. Nach dem Essen möchte ich zahlen. Ich rufe den Kellner und sage: Entschuldigung, die Rechnung bitte. Der Kellner bringt mir die Rechnung und fragt: Möchten Sie mit Karte oder bar zahlen? Ich antworte: Mit Karte, bitte. Er gibt mir das Kartenterminal. Ich stecke meine Karte hinein und gebe meinen PIN ein. Dankeschön. Alles war sehr lecker, sage ich. Der Kellner lächelt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, antwortet er. Als ich das Restaurant verlasse, fühle ich mich glücklich und zufrieden. Ich habe nicht nur gutes Essen probiert, sondern auch mein Deutsch ein wenig geübt. Ich gehe zurück zu meinem Hotel mit dem Gefühl, dass ich meinen ersten Tag in Deutschland erfolgreich gemeistert habe. Diese Erfahrung im Restaurant war nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine Lektion in Kultur und Sprache. Ich freue mich darauf, mehr von Deutschland zu entdecken. Und meine Deutschkenntnisse weiter zu verbessern. Es war ein einfacher Abend,
aber einer, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen Spaß gemacht. Lassen Sie uns doch einige Schlüsselausdrücke und Vokabeln aus dem Dialog noch einmal durchgehen. Der Kellner, eine Person, die in einem Restaurant arbeitet und den Gästen Speisen und Getränke serviert. Der Kellner kommt zu mir und lächelt freundlich. Das Schnitzel, ein dünnes Stück Fleisch, meistens paniert und gebraten. Ich empfehle Ihnen Schnitzel mit Pommes. Die Rechnung, eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Waren oder Dienstleistungen. Ich rufe den Kellner und sage, Entschuldigung, die Rechnung bitte. Empfehlen, jemandem etwas raten oder vorschlagen. Was können Sie empfehlen? Zahlen, Geld für etwas geben, meistens als Bezahlung für gekaufte Waren oder Dienstleistungen. Nach dem Essen möchte ich zahlen. Verlassen, einen Ort zurücklassen oder aufgeben. Als ich das Restaurant verlasse, fühle ich mich glücklich und zufrieden. Traditionell, etwas, das lange Zeit bestanden hat und oft als repräsentativ für seine Zeit oder Kultur angesehen wird. Ich beschließe, in ein traditionelles deutsches Restaurant zu gehen. Gemütlich, bequem und angenehm, besonders von einem Raum oder Gebäude, einen Eindruck von Wärme oder Behaglichkeit vermittelnd. Das Restaurant ist gemütlich und voller Leute. Freundlich, liebenswürdig, nett und angenehm, zeugt von Freundlichkeit. Der Kellner kommt zu mir und lächelt freundlich. Der Text wird laut vorgelesen und ihr könnt gleichzeitig mitlesen. Es ist mein erster Tag in Deutschland und ich bin sehr aufgeregt. Ich beschließe, in ein traditionelles deutsches Restaurant zu gehen, um das lokale Essen zu probieren. Das Restaurant ist gemütlich und voller Leute. Die Wände sind mit alten Fotos und deutschen Dekorationen geschmückt. Ich setze mich an einen kleinen Tisch neben dem Fenster. Der Kellner kommt zu mir und lächelt freundlich. »Guten Abend, kann ich Ihnen helfen?«, fragt er. Ich fühle mich ein wenig nervös, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist, aber ich antworte, ja, bitte. Ich möchte etwas Typisches essen. Was können Sie empfehlen? Der Kellner denkt nach und sagt dann, ich empfehle Ihnen Schnitzel mit Pommes, das ist sehr beliebt hier. Ich nicke und sage, ja, das hört sich gut an, ich nehme das bitte. Der Kellner schreibt meine Bestellung auf und geht in die Küche. Während ich warte, sehe ich mich um. Ein älteres Paar sitzt am Nachbartisch. Sie sprechen und lachen miteinander. Ich fühle mich ein wenig allein, aber die freundliche Atmosphäre macht mich auch glücklich. Mein Essen kommt und es sieht lecker aus.
Das Schnitzel ist groß und die Pommes sind perfekt goldbraun. Ich beginne zu essen und es schmeckt wunderbar. Ich bin froh, dass ich die Empfehlung des Kellners angenommen habe. Nach dem Essen möchte ich zahlen. Ich rufe den Kellner und sage: Entschuldigung, die Rechnung bitte. Der Kellner bringt mir die Rechnung und fragt: Möchten Sie mit Karte oder bar zahlen? Ich antworte: Mit Karte, bitte. Er gibt mir das Kartenterminal. Ich stecke meine Karte hinein und gebe meinen PIN ein. Dankeschön. Alles war sehr lecker, sage ich. Der Kellner lächelt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, antwortet er. Als ich das Restaurant verlasse, fühle ich mich glücklich und zufrieden. Ich habe nicht nur gutes Essen probiert, sondern auch mein Deutsch ein wenig geübt. Ich gehe zurück zu meinem Hotel mit dem Gefühl, dass ich meinen ersten Tag in Deutschland erfolgreich gemeistert habe. Diese Erfahrung im Restaurant war nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine Lektion in Kultur und Sprache. Ich freue mich darauf, mehr von Deutschland zu entdecken und meine Deutschkenntnisse weiter zu verbessern. Es war ein einfacher Abend, aber einer, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Und hier sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu mögen und einen Kommentar zu hinterlassen. Denken Sie daran, dass jede Woche eine neue Geschichte auf Sie wartet. Wenn Sie nichts verpassen möchten, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Vielen Dank, liebe Zuschauer, und bis zur nächsten Geschichte. Auf Wiedersehen.